Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sweet Amores. Ich habe den Anfang, glaube ich, total verkackt, weil ich erstmal so 2 Sekunden lang gespannt auf dem Bildschirm gestarrt habe, ob es denn jetzt losgeht. Ja, wir haben Adventskalender. Den habe ich noch gar nicht gezeigt. Ich habe natürlich fleißig Türchen geöffnet. Wir haben hier Bilder. Ich glaube, das soll die Charakterin hier darstellen. Und das ist irgendein Kerl. Dann haben wir hier. Oh, ich kann die schon öffnen. Das ist immer viel Zahl, das wusste ich nicht. Haben wir hier die ganzen anderen Türchen, wir haben hier ein bisschen Make-up, dann haben wir hier diese kleinen Don. Ne, das sind keine Donuts, das sind Muffins? Muffins, das sind Muffins. Dahinter waren auch Geschenke und hier. Oh, meine Suri. Hallo Suri. Oh, mein Hund. Oh, Suri. Ihr seht sie nicht, aber sie sitzt jetzt auf dem Schreibtisch. Das ist das Maskottchen. Gut. Suri, nein. Das ist Curry. Ich weiß nicht, warum ich Currygewürz auf meinem Schreibtisch stehen habe, gemahlen, aber der Hund hat es fast umgeschmissen. Das könnte erklären, warum es nach Curry und nicht nach Zimt geschmeckt hat. Nein, Spaß. Gut. Hey Suri, ne? Wie war dein Tag? Was hast du so gemacht? Gefressen, geschlafen, gespielt. Ja? Gekackt? Ja, das hast du gemacht. Ja, fein. Oh, ich liebe dieses Hündchen. Guck mal, Suri, da ist Kenton. Ken, wie er damals war. Ist er nicht toll? Ja, gut. Ich bleib hier sitzen oder bleib nicht sitzen, aber nerv mich nicht. Hab dich lieb. Lassen Sie ihn jetzt endlich über die Wand klettern oder wollen Sie warten, bis es schneit? Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Er war so niedlich. Was für ein Schwächling. Was macht dieser Spießer, ob hier Deko stehen? Alter, wer sagt bitte Deko stehen? Weiß nicht, vielleicht hat er sich ja verlaufen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das darf doch nicht wahr sein. Was für ein Weichei. Du kletterst jetzt über diese Wand. Das ist ein Befehl. Schraff. Au. Der Arme. Ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht immer einfach für ihn war. Vor allem, weil er so ein Schwäch, ich meine, so ein dünnes kleines Männchen war. Er war zu der Zeit überhaupt nicht sportlich. Ja, es war nicht leicht für ihn. Wie kommt es dann, dass ihr Freunde geworden seid? Even schien einen Moment über seine Antwort nachzugrübeln. Suri, du läufst auf die Tastatur. Du stehst vor dem Mikro. Du bist so ein automatisches. Ja, jetzt leckt es meine Wange. Du bist so ein natürlicher Filter für meine Stimme, ne? Sprich einfach durch dich durch. Mein Popfilter. Ja. Ich hab dich auch lieb. Mein Hund weiß gar nicht, was abgeht. Aber er leckt meine Wange. Okay. Even schien einen Moment über seine Antwort nachzugrübeln. Habe ich das schon vorgelesen? Ich habe ein Déjà-vu. Währenddessen setzen wir unseren Weg fort. Und zwar vor mein Haus und wieder zurück. Und zwar Eingang? Ach ja. Weißt du, ich habe Kenton das noch nie gesagt, aber ich wusste immer, dass ich irgendwo da draußen 2 kleine Brüder habe. Weil wahrscheinlich irgendwie so 14 Mal, als sie geboren wurden, deine Eltern erst später starben? Da sie in eine Pflegefamilie gegeben wurden, als sie noch Babys waren, war ich mir nicht sicher, ob ich sie eines Tages finden würde. Ja, du wusstest, dass da Babys sind, weil du irgendwie so. Wie viel älter ist er? Warte mal. Sagen wir mal, die sind 16, er ist 20. Mit 4 Jahren kann man sich trotzdem dran erinnern. Keine Ahnung, 4, 6 Jahre. Warum hast du nichts unternommen, um sie zu finden? Es muss hart gewesen sein, nichts unternehmen zu können. Wie kam es dazu? Wie kann es sein, dass man seine eigenen Brüder aus den Augen verliert? Alexia und Armin waren kaum 1 Jahr alt, als sie adoptiert wurden, und ich war noch ein Kind. Also, ich wusste, dass ich irgendwo 2 Brüder habe. Ich hab's mir gedacht. Ja, weil du sie gekannt hast. Wurden einfach getrennt. Nach der Adoption waren ihre Namen das Einzige, was mir blieb. Es war nicht ausreichend, um irgendwelche Recherchen anzustellen. Es musste von ihnen kommen. Wieso hat es dann von ihnen aus ausgereicht? Ich erschauerte bei den Gedanken, die Spuren meiner eigenen Familie zu verlieren. Und außerdem wollte ich nicht einfach so in ihr Leben auftauchen. Ich verstehe, das ist wirklich nicht leicht. Und jetzt hassen sie dich auch noch. Ja, ich meine, was? Naja, um zu Kenton zurückzukommen. Wie ich bereits sagte, wusste ich, dass irgendwo da draußen 2 Brüder auf mich warten. Und du dachtest, Kenton ist dein Bruder? Ja, aber das hat mich unbewusst dazu bewogen, ihn unter meine Fittiche zu nehmen. Ach so, nein. Er wirkte so, als könnte er Hilfe und ein wenig Unterstützung gebrauchen. Mit der Zeit ist er so zu meinem kleinen Ersatzbruder geworden. Wie habt ihr euch kennengelernt? Eines Tages habe ich ihn mit seinem Vater telefonieren hören. Das Gespräch. Suri! Jetzt gehst du aber mal weg. Jetzt nervst du! Du nervst! Du nervst! Nein, du kannst nicht nerven. Du bist perfekt, aber geh trotzdem. Das Gespräch war ziemlich stürmisch. Bitte, Papa, du musst mich von hier wegbringen. Ich will nicht hierbleiben. Ich will in meine alte Schule zurück. Ich liebe Dani. Oh, ich liebe dich auch. Bitte, Papa, es ist wirklich unfair.
Ich habe keine Freunde. Ich bin total unsportlich. Ich komme überhaupt nicht mit. Hallo, Papa? Hallo? Er hat einfach aufgelegt. Du bekommst den Trainer auch raus, weißt du? Am Anfang ist es immer schwierig, so wie alles im Leben. Aber du wirst bald überrascht sein, wozu du alles fähig bist, obwohl du am Vortag niemals damit gerechnet hättest. Das stimmt nicht, nein. Ich tauge zu gar nichts. Aber nein, es muss einfach nur Klick machen. Ich kann dir helfen, wenn du willst. Danke. Oh, was so niedlich. Ich bin Evan und du? So haben wir uns kennengelernt. Wow, er muss dir ziemlich dankbar gewesen sein. Ja und nein, es war nicht immer einfach. Während wir weiterreden, setzen wir unseren Weg fort. Wieder zurück in den Park oder was? Einmal nicht. Wo laufen wir denn hin? Laufen wir denn hin? Führe das Gespräch mit ihm im Fort, will ich, aber ich weiß nicht, wo wir hinlaufen. Oh. Ey. So vergeudet man hier. Ach. Ja, natürlich gehen wir zum Geschenkshop. Das ist der logischste Weg aus dem Park raus. Zu Beginn musste Kenton sich sehr anstrengen, um mitzukommen. Ich habe es bisher noch nie geschafft, diese Mauer zu überwinden, Evan. Wie soll es denn ausgerechnet heute klappen? Das findest du erst dann raus, wenn du es versucht hast. Es ist einfach nur verlorene Zeit. Hör auf rumzuheulen, Kenton. Leg schon los. Weiter so, du wirst es schon sehen. Er hat sich gestreckt und... Ah nee, warte, das hat er gesagt. Schraff! Au! Toll, bist du jetzt zufrieden? Fang nochmal von vorne an, du schaffst das schon. Aber fang nochmal von vorn an, wenn es dir Freude macht. Schraff! Mein Kopf! Ich hasse diese Mauer. Fang nochmal an, aber stoße dich diesmal stärker ab, um mehr Schwung zu bekommen. Aber Evan, siehst du denn nicht, dass das für die Katz ist? Hör auf mit deinem Theater, mach einfach, Kenton. Ich versuche mich in die Situation zu versetzen. Kenton und Evan im Tarnanzug auf ein Übungsfeld. Die anderen Schüler, die ihnen belustigt dabei zusehen. Und Kenton, der immer wieder an der senkrechten Mauer scheitert. Warum warst du so streng mit ihm? Weil man nie irgendwas erreicht, wenn man sich ständig nur beschwert. Und vor allem dann nicht, wenn man sich weigert, seine Ängste zu überwinden. Aber es war auch nicht deine Schuld, dass er es nicht geschafft hat, diese Mauer zu überqueren. Nein, aber sein fehlender Wille hat ihn auch an vielen anderen Dingen gehindert, nicht nur an diesem Übungslauf. Hat er es letztendlich geschafft? Was denkst du? Natürlich! Natürlich hat er es geschafft! Sieh dir jetzt an! Irgendwann muss er es geschafft haben! Ich weiß nicht. Ich bin dumm. Kenton ist so schnell genervt. Ich will mir gar nicht vorstellen, in welchem Zustand er war. Er war am Ende seiner Kräfte und hatte sich bereits über eine Stunde abgemüht, die senkrechte Mauer zu überwinden. Doch nach jedem Fall war ich da und ermutigte ihn, noch einmal von vorn anzufangen. Ich hab die Schnauze voll. Ich werde nicht die ganze Nacht lang versuchen, diese Mauer zu erklimmen. Vor allem ist Tag, okay? Ich lasse es bleiben. Kenton, siehst du diese Vollidioten da vorne, die dir seit einer Stunde dabei zusehen, wie du dich abmühst und sich darüber schlapplachen? Willst du ihnen etwa einen Grund dazu geben, darüber zu, drüben zu bleiben und sich weiter bucklig zu lachen? Die sind mir vollkommen egal, wie du gesagt hast. Das sind nur Vollidioten. Na gut, wenn du es nicht für die machst, dann mach es wenigstens für dich. Fang doch mal von vorn an. Nein! Doch, vergiss alles um dich herum und nimm Schwung und zeig es dieser verdammten Mauer endlich. Jetzt! Du wirst es im Leben nie zu etwas bringen, wenn du immer nur jammerst. Fang doch mal von vorn an, sofort. Ra! Wer sagt Ra? Kenton ist wie ein Irrer auf die Mauer zugerannt. Ich dachte, er würde direkt gegen die Mauer rennen und dünn wie ein Pfannkuchen auf den Boden klatschen. Ich spürte, wie mein Herz immer schneller schlug. Kenton stemmte sich mit all seinem Zorn vom Boden ab und sprang mit einer beeindruckenden Kraft nach oben. Es gelang ihm, die Spitze zu erreichen und sich mit all seiner Kraft nach oben zu ziehen. Nach einigen Sekunden kam er auf der anderen Seite der Mauer auf. Er war noch nie so stolz auf sich gewesen. Er hat es geschafft. Ja. Ab diesem Tag hat er sich nie wieder gegen irgendwas gesträubt. Er hat sich nie wieder darüber beschwert, etwas nicht zu schaffen. Er hat einfach nur Willen und Selbstvertrauen gezeigt. Aus Ken wurde Kenton. So ist es. Es wäre irgendwie logischer, wenn das Kenton Ken geworden wäre, weil Kenton ein Scheißname ist, aber naja. Ihr habt ja schon was dabei gedacht, Entwickler, mich nicht einzuladen. 2 Minuten 23 und du? Oh, er sieht wieder gut aus. Ich meine, als kleine Brüllenschlange war er auch niedlich, aber er sieht wieder gut aus. 2 Minuten 11. Ah, irgendwann schlage ich dich noch, das verspreche ich dir. Darum geht es nicht, Kenton. Das Wichtigste ist, dass du dein Bestes gibst und mit deiner Leistung zufrieden bist. Ja, ja. Aber das ist es ja an dem Tag, an dem ich es schaffe, dich zu schlagen, werde ich sehr stolz auf mich sein.
Träum ruhig weiter. Würde ich es stören, wenn wir kurz in die Stadt gehen? Ich muss etwas besorgen. Ich bin dich und ja, es kostet Geld, aber okay, ich folge dir. Vor dem Haus. In meine Wohnung. Eingang Schule. Hä, was? Was für eine Stadt denn jetzt? Wir waren doch eben in der Stadt. Ach so, diese Stadt. Aber warum ist Kenton denn so unausstehlich, seitdem du hier bist? Ich weiß es nicht. Das musst du schon mit ihm besprechen. Ich bin nicht in seinem Kopf. Danke jedenfalls, dass du dir die Zeit genommen hast, um mir all das zu erzählen. Das erklärt zwar nicht sein Verhalten, aber wenigstens verstehe ich jetzt, warum ihr euch so nahe steht. Kenton hat dir viel zu verdanken. Er ist wie ein Bruder für mich. Ich will kein schlechter Einfluss für ihn sein. Evans Handy begann plötzlich zu klingeln. Tut mir leid, ich muss da kurz rangehen. Er entfernte sich ein wenig, um den Anruf anzunehmen und kam kurz darauf wieder. Tut mir leid, ich muss gehen. Ich muss schnell zu einem Freund. Zu Kenton? Okay. Ich würde dir abschließend raten, dir nicht so viele Gedanken in dieser Sache zu machen. Kenton ist jetzt ein großer Junge. Er wird wieder eher selbst, wenn er Lust dazu hat. Ja, das ist ein toller Rat. Das werden wir sehen. Danke nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Bis bald. Dani, bye. Danke. Evan ging weg und ließ mich mit meinen Gedanken alleine. Was für eine Geschichte. Ich dachte mir schon, dass die erste Zeit in der Militärschule nicht besonders einfach für Kenton gewesen sein muss. Ich verstehe jetzt, warum er so empfindlich reagiert, wenn man seine Freundschaft zu Evan kritisiert. Das war vielleicht nicht die beste Herangehensweise. Na gut, es wird langsam spät, ich sollte besser heimgehen. Ab nach Hause, durch den Park nach Hause, ich bin zu Hause. Als ich bei mir zu Hause ankam, fand ich meine Eltern in der Küche. Na du? Hallo, wie war dein Tag? Ziemlich gut. Ich versuchte von meinen Eltern die gute Laune zu mimen. Aber tief im Inneren musste ich zugeben, dass ich selten einen so anstrengenden Tag erlebt hatte. Ich konnte einfach nicht aufhören, an Kentons eisigen Blick zu denken. Legst du deine Sachen ab? Wir essen bald. Ja. Gut. Ich legte meine Unterrichtssachen auf meinen Schreibtisch. Ich habe Hunger. Hoffentlich ist das Essen bald fertig. Und was läuft zurzeit so auf den Senderschule? Oh, ist das uncool. Nimm es ihm nicht übel. Er kann es einfach nicht lassen, seine Vaterwitze zu reißen. Ja, danke. Ich weiß, ich habe mich langsam dran gewöhnt. Es breitet sich eigentlich gerade alle auf die Abschlussprüfung vor. Und was hast du für ein Gefühl? Es ist wichtig für deine Zukunft. Ja, ich weiß, Papa. Wir werden sehen. Dazu kann ich erst was sagen, wenn ich sie hinter mir habe. Ich bin mir sicher, dass alles gut laufen wird. Wenn du gut gelernt hast, gibt es keinen Grund, warum das nicht so sein sollte. Da wäre ich mir nicht so sicher, Mama. Zurzeit habe ich nicht nur die Prüfung im Kopf, weißt du? Da ist noch Kenton und Evan und Alexi. Egal, wir aßen gemeinsam zu Abend und ich ging in mein Zimmer zurück. Ich seufzte und ließ mich auf mein Bett fallen. Was gab es jetzt zum Abendessen? Das sind wichtige Informationen, die uns vorenthalten werden. Ich bin froh, dass Evan sich die Zeit genommen hat, mir all das zu erzählen. Wie er Kenton kennengelernt und sich ihre Freundschaft weiterentwickelt hat. Ich glaube, das sagt sehr viel darüber, warum Kenton sich plötzlich so verhält. Er hat sein Selbstbewusstsein gestärkt, indem er sich an Evan orientiert hat. Als ich es ihm gesagt habe, dass es zu leicht beeinflussbar ist, hat er es also sicher nicht verstanden. Aber gut, es stimmt ja auch. Doch leider will Kenton das nicht hören. Mein Blick fiel auf meine Unterrichtssachen. Sollte ich nicht lieber ein bisschen lernen, um das nachzuholen, was ich heute Nachmittag im Unterricht verpasst habe? Andererseits würde ich gerne Alexi und Jens von meinem Treffen mit Evan erzählen. Es ist eh zu spät zum Lernen. Ich weiß alles über den Indochina-Krieg. Ja, ich nahm mein Handy. Ich erzählte Alexi und Jens in einer SMS, was Evan mir offenbart hatte. Jens Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Das ist wirklich nett, ändert aber leider auch nichts daran, dass Kenton sich in letzter Zeit wie ein Idiot aufführt. Versuch ein wenig den Kopf frei zu bekommen, meine Schöne. Es wird sich schon noch irgendwann einsehen. Er wird es schon noch irgendwann einsehen. Ich kann nicht mehr lesen, Mensch. Alexis Reaktion sah ihm sehr ähnlich. Tut mir leid, aber nach dem, was du erzählt hast, würde ich Kenton am liebsten einfach nur in die Arme nehmen. Oh, er ist so süß. Ich hoffe, du kümmerst dich dann um mich, wenn ihr euch wieder vertragen habt. Ja, klar. Ich verdrehte amüsiert die Augen. Mehr will ich doch auch gar nicht. Die Militärschule muss wirklich nicht einfach für ihn gewesen sein. Aber die Militärschule ist jetzt vorbei. Es wird Zeit, dass er langsam wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommt. Ich schrieb noch ein wenig mit ihm hin und her und schliefte sich ein. Am Morgen fiel es mir etwas schwer, aufzustehen. Meine Mutter streckte sogar den Kopf zum Türrahmen rein, was sie sonst nie tat. Du kannst dich gern schlafen stellen, aber du musst trotzdem zur Schule, mein Schatz. Das sage ich auch immer, wenn ich morgens aufwache. Dann strecke ich mich erstmal so... Ihr auch? Dann schreibt es in die Kommentare. Jammer so viel herum, wie du willst. Irgendwann wirst du leider aufstehen müssen. Ich sprang schließlich aus meinem Bett auf.
Ich muss mir was zum Anziehen suchen. Das ist, glaube ich, schöner. Ich gehe da mal. Bis heute Abend, mein Schatz. So, ich bin fertig. Jetzt aber los! Nee, jetzt nehme ich nicht los, denn jetzt lesen wir noch eine Nachricht und dann ist es vorbei. Bye! Hallo Dani, wie geht es dir? Was ist Suri für eine Rasse? Ich liebe deine Videos, die sind echt super. Suri ist ein Beaver Yorkshire Terrier. Suri ist ja süß. Wie alt ist sie jetzt? Suri ist jetzt fast anderthalb. Noch ein bisschen. Hey Dani, arbeitest du? Wenn ja, als was? Ja, ich arbeite. Hallo Dani, was spielst du so für Spiele? Kannst du welche empfehlen? Ich liebe deine Videos, bist echt super. Momentan Sweet Amores und ich habe echt wenig Zeit zum Spielespiel, muss ich sagen. Hey Dani, magst du Schnee? Ich liebe Schnee. Ich ein wenig... Ist besser als Regen. Es war noch etwas früh, aber wünsch dir schon mal schöne Feiertage. Und Suri natürlich auch. Bekomme Suri auch ein Geschenk? Mein Hund, ja, sag mal, wie findest du mein Outfit? Ich liebe deine Videos, bist die Beste. Schau ich mir gleich an. Und ja, Suri bekommt ein Geschenk. Aber was verrate ich noch nicht, weil Suri mithört. Hallo Dani, wie geht es dir und Suri? Gut. Mir geht es im Moment nicht besonders gut. Wo feierst du Weihnachten? Das tut mir leid. Warum geht dir denn nicht gut? Ich feiere Weihnachten mit meiner Familie, also mit meiner Mama, meinem Papa, bei meinen Eltern. Ich bin meinen Großeltern. Liebe Grüße, Seiko. Ich habe leider keine Großeltern mehr. Wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe, tut es mir übrigens leid. Und hi. Hab drauf geantwortet, kannst du im Video nachsehen. Jetzt schauen wir das Outfit an. Ui. Ich finde die Haare super. Wo gibt es die Haare? Die würden mir auch gefallen. Ich würde die wahrscheinlich in Rot nehmen oder so. Aber ich finde die super. Ich mag die Kette. Das Kleid ist jetzt nicht so mein Fall, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich mag halt einfach nicht, wenn es so weit... Also unten so weit geht. Versteht ihr, was ich meine? Ich mag es eher, wenn es so... Okay, das versteht man nicht. Aber an für sich finde ich das Outfit super. Passt halt mega zusammen. Und lass mich raten, du hast Castiel oder Lysander genommen. Kann man das irgendwo sehen? Seiko? Nee, Ken! Ach, ich dachte. Ich dachte jetzt ernsthaft, ich sollte sowas nicht erraten. Ken. Uiuiuiui. Ich hätte jetzt echt gesagt, vom Outfit her einfach passt es am besten zu Castiel oder Lysander. Aber man soll nicht vom Outfit schließen. Ich meine, mein Outfit... Okay, mein Outfit sieht jetzt blöd aus, weil die Jacke noch drüber ist hier. Aber ansonsten... Ja. Ich mag das Outfit, was ich gewählt habe, eigentlich ganz gerne. Ist wahrscheinlich wieder das Falsche, aber ich mag es. Gut, Leute, aber ich würde sagen, das war's dann mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.